Hallo liebe 4D Pro-Freunde, willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Workout Wednesday. Heute zum zweiten Teil des Themas Beweglichkeit. Wir hatten schon beim letzten Mal darüber gesprochen, dass eben die Erweiterung des Bewegungsradiuses von Natur aus nur dann Sinn ergibt, wenn wir aus diesem Bewegungsradius auch Kraft entwickeln können. Denn Beweglichkeit alleine ohne Kraftentwicklung, ohne dass der Muskel darin dann auch sich kontrahieren kann, wäre ja völlig sinnlos im Grunde. Letztes Mal war also unsere Hüftbeweglichkeit dran. Heute soll das gesamte Faszienkleid noch einmal daran glauben und uns ein bisschen mehr Weg geben. Und zwar wird das jetzt der Finn wieder vormachen. Und zwar stellen wir uns mal hin, wie zum Schweizer Handstand, dass du die Knie noch einmal richtig durchdrückst, ganz durchdrücken. Und die Hände sind fest auf dem Boden, die Füße sind fest auf dem Boden. Und jetzt wippt er sich im Grunde nach hinten zurück. Und wieder vor und zurück. Und der 4D Pro hilft dabei, dass ihr dabei nicht aus dem Gleichgewicht kommt, sondern auch wieder zurückkommt. Eine ganz hervorragende Übung, die sich jetzt kombinieren lässt mit einer Anschlussübung. Während er nach vorne kommt, löst er die Füße vom Boden und schiebt sich in die Länge. Knie sind durchgedrückt, Fersen sind lang hinten, Finn. Ja, jawohl, ganz durchgedrückte Knie. Das rechte, jawohl. Und jetzt kommst du wieder vor und bringst die gestreckten Knie wieder neben dich und schiebst wieder in die Hüfte zurück. Und dadurch geht es nach hinten schön in weichen, organischen Kraftkurven. Diese Bewegung ist sehr, sehr harmonisch und führt einfach dazu, dass man genauso wie man sich die Klamotten auch manchmal so zurechtdrückt, hiermit auch das Faszienkleid mit beeinflusst und gerade dieses Schwingende und das elastische Zurückfedern nur aus dem Körper heraus bietet einen oder stellt einen sehr, sehr guten Reiz dar für die Kollagensynthese, aus der unsere Faszien eben bestehen. Probiert es aus, Leute. Ich wünsche euch viel Spaß und ich freue mich schon auf nächsten Mittwoch zum Workout Wednesday zu einer weiteren Folge. Bleibt beim Original. Tut euch den Gefallen, bleibt safe. Wir sehen uns dann. Bis bald.